Schuften und nichts kommt dabei rum. Nicht jeder in Deutschland arbeitet so, aber für viele ist das Arbeitsalltag. Möglicherweise für zu viele, gerade wenn uns soziale Stabilität am Herzen liegt. Arm trotz Arbeit, Streit um den gerechten Lohn. Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Daniela Kolbe ist bei uns, SPD-Bundestagsabgeordnete, Sprecherin für Verteilungsgerechtigkeit und soziale Integration. Sie sind auch Mitglied im Parteivorstand der SPD. Pascal Kober ist FDP-Bundestagsabgeordneter und Obmann seiner Fraktion im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales. Professor Michael Hüter, Volkswirt, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, durchaus arbeitgebernah, und Professor Gustav Adolf Horn, langjähriger Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Ja, an alle die gleiche Frage zu Beginn. Was ist für Sie gerechter Lohn? Wenn Sie es in 30 Sekunden hinkriegen würden, ganz spontan, Sie müssen keinen ausgearbeiteten Vortrag halten. Ladies first, Frau Kolbe, was ist gerechter Lohn? Ein gerechter Lohn ist einer, von dem ich leben kann, gut leben kann, eine Familie, Kinder versorgen kann, mir auch das Leben in einer deutschen Innenstadt oder zumindest Kernstadt leisten kann. Und es ist ein Lohn, von dem ich auch im Alter ein vernünftiges Auskommen mir sichern kann. Das ist gerecht. Herr Kober, was ist für Sie gerecht, gerechter Lohn? Also der Lohn, der muss sich am Markt auch abbilden. Das heißt, also es muss sich jemand finden, der die Dienstleistung oder das Produkt, das ich zu dem Lohn dann herstelle oder anbiete, auch kauft und abnehmen will. Das heißt, über die Höhe des Lohns entscheidet letzten Endes ganz wesentlich der Verbraucher. Und in einer freien Gesellschaft entscheiden wir über das uns zur Verfügung stehende, Geld frei. Das heißt, wir entscheiden, entspricht etwas unserem Preisempfinden, entspricht etwas unserem Bedürfnis. Und daran misst sich heute das, was ein Lohn ist. Das hat sich schon ein bisschen anders angehört, Herr Hüter, Ihre Vorstellung oder auch Ihr Ideal von einem gerechten Lohn. Beim gerechten Lohn ist einer, der auf Dauer, auf eine längere Phase mindestens, Chance für eine Beschäftigung bietet, die auch ein gelingendes Leben ermöglicht. Und gelingendes Leben heißt, dass man seine Möglichkeiten, seine Präferenzen, seine Wünsche einbringen kann und dass man damit auch erfolgreich ist. Und ein Lohn ist ein Entgelt für dieses Einbringen. Und dafür kann man etwas selbst tun und dafür tut der Staat etwas durch gute Rahmenbedingungen, durch gute Infrastruktur und vor allen Dingen eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, die diese gelingenden Lebensperspektiven aus einem Arbeitsplatz ermöglichen. Und da ist der Lohn sozusagen dann die zugeordnete Größe. Gerechter Lohn zum vierten, Professor Horn. Für mich ist ein gerechter Lohn ein Lohn, der die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in angemessener Weise am wirtschaftlichen Fortschritt teilhaben lässt. Und dann gelingt auch das Leben, dann kann man mithalten in der Stadt, im Leben in der Stadt, und man kann gerecht für sein Alter vorsorgen. Sie haben jetzt eine Definition abgegeben, wie Sie sich gerechten Lohn vorstellen. Wenn wir uns jetzt die politische Wirklichkeit in Deutschland ansehen, wie weit sind wir von einem solchen gerechten Lohn, der flächendeckend ist, der allumfassend ist, wie weit sind wir noch entfernt? Meilenweit entfernt oder ist das überzeichnet? Sind wir diesem Ideal relativ nahe? Was meinen Sie? Ja, es kommt sicher darauf an, wo man hinschaut. Es gibt Branchen und es gibt auch Regionen, da ist das Lohnniveau durchaus angemessen und ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben. Und es gibt eben Bereiche und Branchen, da kommt mir das Grauen, wenn ich mir das anschaue, wenn ich auf die Lohnzettel gucke und wenn ich auf die Rentenbescheide schaue, die ich zum Beispiel in der Bürgersprechstunde zu sehen bekomme. Da haben Menschen ihr Leben lang gearbeitet und gehen mit einer mickrigen Rente nach Hause. Und wir sehen ja, dass gerade die unteren Einkommen in den letzten 10, 20 Jahren fast nichts vom gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Fortschritt hatten. Und erst in den letzten Jahren seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes ein bisschen aufgeschlossen haben. Aber zufriedenstellend ist das nicht. Ist das Lohngefüge in Schieflage? Also erstmal würde ich mal ganz positiv gegenhalten oder auch mal das markieren. Wir haben die beste Arbeitsmarktlage seit der Wiedervereinigung. Wir haben fast 45 Millionen Erwerbstätige. Wir haben in den jüngsten Arbeitsmarktzahlen im Bericht der Bundesagentur für Arbeit zu sehen, dass auch im SGB II, also beim Arbeitslosen II, bei der Grundsicherung, wir den größten Rückgang haben. Das läuft auch. Das ist ja immer so betont worden, da würde sich nichts mehr bewegen. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben so viele Menschen in Arbeit mit guten Löhnen wie noch nie zuvor.
Denn andernfalls kann man auch gar nicht die Einnahmenseite des Staatshaushalts erklären. Wo soll das eigentlich alles herkommen, das Geld? Das Steuergeld kommt aus im Wesentlichen, auch die Beiträge aus der, für die Sozialversicherung, aus Arbeitsverhältnissen. Und würden die Löhne nicht in der Breite, da gibt es immer am Rande des Teppichs immer Fransen, die einem nicht gefallen, aber in der Breite dann nicht doch eine angemessene Entwicklung ermöglichen. Und das zeigen übrigens auch die Befragungen, wenn man beispielsweise Paneldaten sich anschaut aus dem SERP, dass die Menschen ganz überwiegend diese Entlohnung auch als angemessen empfinden. Schießen wir da oder schießen wir übers Ziel hinaus mit der Vermutung, in unserem Lohngefüge in Deutschland gäbe es eine Schieflage? Eine Schieflage gibt es allemal. Selbstverständlich haben wir seit einigen Jahren eine sehr positive Entwicklung. In den letzten Jahren haben die Menschen tatsächlich Teil am wirtschaftlichen Fortschritt in einer angemessenen Weise. Und das zeigt sich auch in der guten Konjunkturlage und an den guten Staatseinnahmen. Das zeigt, es geht. Vor einem Jahrzehnt hätte man das, glaube ich, nicht für möglich gehalten. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Lohnschere zwischen den verschiedenen Lohnbeziehern immer weit auseinander geht. Wir haben Menschen, die sehr gut verdienen und die damit ein auskömmliches Leben führen können. Aber wir haben auch Menschen, die bei voller Entlohnung am Rande der Gesellschaft stehen. Und das ist das Problem. Denn das setzt sich fort bis hin zu einer Rente, von der sie nicht leben können, sodass sie auch im Alter auf die Grundsicherung angewiesen sind. Und diesem Problem müssen wir uns schon widmen. Sehen wir zu wenig die Probleme hinter den Statistiken, die wir da haben? Es gibt, glaube ich, einen Durchschnittslohn in Deutschland aller vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer von ca. 3.800, 3.900 Euro. Da heißt es, etwa zwei Drittel der Arbeitnehmer sind unter dieser Grenze und ein Drittel ist über dieser Grenze, weil die besonders gut verdienen. Deswegen ist der Durchschnittseinkommen auch relativ hoch dann in der Statistik. Aber die, die eben drunter liegen, zwei Drittel der Arbeitnehmer, sehen wir da zu wenig auf ihre Situation? Also ich glaube in der Tat, dass es nicht ausreicht, über die Höhe des Mindestlohns zu diskutieren. Denn beim Mindestlohn werden Sie am Ende immer noch die Frage beantworten müssen, gäbe es diesen Arbeitsplatz zu einem höheren Lohn noch? Ich glaube, der richtige Weg ist, mehr zu investieren in die Bildung, in die Ausbildung, die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und zwar insbesondere natürlich im Bereich der Geringqualifizierten und Geringverdiener. Und da haben wir als FDP beispielsweise ganz klare Forderungen, dass wir dort eine Art Midlife-BAföG, also eine geförderte Unterstützung gerade derjenigen bieten in Zukunft, die unter dem Medianeinkommen, also unterdurchschnittlich verdienen. Das müssen wir dringend angehen, denn am Ende kann ich niemandem garantieren, dass wenn ich beispielsweise durch eine Erhöhung des Mindestlohns sein Einkommen zwar erhöhe, dass dann aber auch noch die Arbeit oder Dienstleistung am Markt gekauft wird zu diesem Preis. Und das entscheidet letztendlich der Verbraucher mit seinem Preisempfinden. Und deshalb haben wir ja diese Mindestlohnkommission und entscheiden nicht politisch, was wir gerne als einen gerechten Lohn hätten, sondern es wird entschieden danach, was ist sozusagen bezahlbar, damit der Arbeitsplatz noch erhalten bleibt. Und das ist der richtige Weg. Trotzdem stellt mich das nicht zufrieden, wenn Menschen zum Mindestlohn arbeiten müssen, dauerhaft. Denn da müssen wir alle Anstrengungen gesellschaftlich und politisch unternehmen, dass es hier einen Aufstieg im Arbeitsmarkt gibt, besser als es ihn bisher gibt. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass hinter den Zahlen sich auch Bewegungen verbergen. Wir gucken jetzt auf Zahlen zu einem Zeitpunkt Ende April des Jahres 2019 und haben dann darüber eine Statistik. Entscheidend ist ja, was sind die Bewegungen? Also wie lange bleiben Arbeitslose arbeitslos? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, herauszukommen aus der Arbeitslosigkeit? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man Beschäftigung hat, in Arbeitslosigkeit abzusinken? Und in beiden Dimensionen, das Absinkrisiko und die Einstiegswahrscheinlichkeit wieder in Arbeit, haben wir die besten Werte. Auch das zeigt nochmal der aktuelle Bericht der Bundesagentur. Und trotzdem haben wir Probleme dahinter. Was wir feststellen, ist, dass die Aufstiegsmobilität sich nicht verbessert hat. Also Menschen kommen heute leichter in den Arbeitsmarkt. Aber es ist nicht so leicht wie früher im Arbeitsmarkt die Qualifikationstreppe nach oben durchzumachen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass natürlich viele in den Arbeitsmarkt kommen, die lange nicht im Arbeitsmarkt aktiv waren, keine Chance hatten. Die Situation war eine andere. Man muss ja mal erinnern, wir kommen von einer Beschäftigung unter 40 Millionen und sind bei 45 Millionen. Das heißt, es sind in hohem Maße Menschen in Arbeit gekommen, die lange arbeitslos waren, in der stillen Reserve, die sich nicht eingebracht haben, jetzt sozusagen eine Chance haben mitzutun. Und dann kommt genau die Frage, wie schaffen wir es, dass sie auch weiter durch Qualifikation, durch Anstrengungen des Lernens in den Berufen, in denen sie sind, in die nächste Stufe kommen. Denn eins ist auch klar, wir erleben alle einen technischen Wandel. Und dieser technische Wandel führt natürlich auch zum Auseinanderziehen der Qualifikationsanforderungen. Nach oben wird stärker gezogen. Ich würde gerne zu dem Lohnniveau, unserer Lohnhöhe und auch zum Mindestlohn noch in der Sendung sozusagen ein eigenes Kapitel widmen. Eine Frage drängt sich aber immer wieder auf, wenn es um die Frage geht, was ist ein gerechter Lohn? Das heißt ja auch, komme ich mit dem Lohn klar, den ich bekomme? Empfinden wir es vielleicht als ungerecht, manche Lohnhöhe, obwohl für wenig Lohn ja oft externe Faktoren
Ursache sind, die mit dem Lohn gar nichts zu tun haben. Miete, Lebenshaltungskosten, Auto, Mobilität. Man soll auch von seinem Nettogehalt auch noch privat vorsorgen. Das ist ja auch ist ein Unterschied, ob ich in Bitterfeld oder in München wohne, bei dem gleichen Einkommen. Beachten wir da zu wenig, dass da externe Faktoren eine Rolle spielen, die mit der Lohnfindung, der Lohnhöhe und auch der Nachfrage nach Arbeit nicht so viel zu tun haben? Also sicherlich stellen die hohen Mieten gerade auch die Mittelschicht, eigentlich gut verdienende Menschen, mittlerweile unter Druck. Aber ich würde das nicht verniedlichen und sagen, ich komme aus Leipzig, in Leipzig ist es doch in Ordnung, Mindestlohn zu verdienen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Also ich finde, wir müssen alles dafür tun, dass möglichst wenige Menschen nur auf Mindestlohnniveau verdienen. Und es ist ja auch ein Fehlschluss, dass das nur Menschen sind, die lange erwerbslos gewesen seien oder ohne Qualifikation. Schauen Sie sich das Friseurhandwerk an. Dort wird durchgängig Mindestlohn gezahlt. Und diese Menschen haben auch überhaupt keinerlei Möglichkeit, über Qualifikation einen Aufstieg zu erfahren. Dort wird einfach nur Mindestlohn gezahlt. Da müssen wir andere Instrumente uns ausdenken. Und das heißt für mich ganz eindeutig eine höhere Tarifbindung. Also dort müssen Tariflöhne gezahlt werden, die auch oberhalb eines solchen Mindestlohns, mit dem man auch in Leipzig nicht auskommt, kommt da gleich noch dazu, gezahlt werden. Ja, man darf eines nicht vergessen, bei der Entwicklung der Lohnhöhe spielen nicht nur diese Marktfaktoren wie Nachfrage, technologischer Fortschritt eine Rolle, sondern Marktmacht. Wie viel Macht haben die Arbeitgeber im Vergleich zu den Arbeitnehmerinnen? Und das ist eben genau der Fall zum Beispiel beim Friseurgewerbe. Dort ist die Marktmacht sehr ungleich verteilt, deshalb arbeiten sie alle zum Mindestlohn. Und das bedingt ja auch, dass eine der Maßnahmen, die man gegen diese Ungleichheit bei den Löhnen angeben muss, ist, dass man die Marktmacht wieder anders verteilt. Dass man in der Tat dort wieder faire Verhandlungsstrukturen erreicht, indem Tarifpartner den Lohn aushandeln und nicht der Lohn einfach vom Arbeitgeber beispielsweise gesetzt wird im Rahmen des Mindestlohns. Hier haben wir erhebliche Defizite, insbesondere im Osten Deutschlands. Und das erklärt auch, warum viele Menschen im Osten eben gerade mal Mindestlohn bekommen und nicht einen Cent mehr. Also es geht ja um die Frage, wer handelt eigentlich die Löhne aus? Es wird ja häufig nach staatlichen Eingriffen gerufen. Es ist ja bei uns so, dass im Idealfall die Löhne zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt werden. Allerdings gibt es in vielen Bereichen eben kein Tarifvertrag. Viele Arbeitgeber sind gar nicht Mitglied im Arbeitgeberverband. Viele Arbeitnehmer sind gar nicht Mitglied einer Gewerkschaft. Muss man da nicht von staatlicher Seite etwas dafür tun, dass man zum Beispiel Tarifverträge dann eben auf andere Branchen auch ausweitet, in denen diese tariflichen Vereinbarungen eigentlich nicht stattfinden? Ja, wir haben das sogenannte Grundrecht auf Koalitionsfreiheit. Das heißt, ich kann nicht gezwungen werden, einem Arbeitgeberverband anzugehören oder ich kann auch nicht gezwungen werden, einer Gewerkschaft anzugehören. Und das ist ein grundgesetzlich verbrieftes Recht, über das kann man nicht einfach so hinweggehen. Das kann man dann machen, wenn der Tarifvertrag eine bestimmte Bedeutung hat, also beispielsweise 50% der Beschäftigten erfasst, dass man ihn als allgemeinverbindlich dann erklärt. Die Frage ist in der Tat, die stelle ich mir auch, warum gelingt es den Gewerkschaften nicht mehr, gerade in den kleinen Betrieben eine entsprechende Vertretung zu finden? Die Tarifbindung in den großen Betrieben ist noch relativ weit oben. Hat vielleicht auch was damit zu tun, auf welche Schwerpunkte die Gewerkschaft ihre eigenen Forderungen in Tarifverhandlungen immer gesetzt hat. Immer höhere Löhne, das führt eben dazu, dass dann kleinere Unternehmen häufig nicht mithalten können. Brückenteilzeit mit Schwellenwerten ab Betrieben ab 15 Mitarbeitern bekommt. Das bedeutet, also, dass man in Teilzeit vorübergehend zurückkehren kann und dann wieder Anrecht hat, auf Vollzeit zu kommen. Genau, Brückenteilzeit für Betriebe dann nur oberhalb von 15 Mitarbeitern bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in kleineren Betrieben arbeiten, mit einer geringeren Mitarbeiterzahl dann von den gewerkschaftlichen Vertretungen natürlich wenig haben. Entsprechend ist das sicherlich eine Aufgabe, eine Herausforderung an die Gewerkschaften, die Gewerkschaften lösen müssen. Wie werden sie wieder attraktiv? Dann kommen wir ja gleich an Horn Fahnen, der ja in diesem Bereich gearbeitet hat. Wieso gelingt das den Gewerkschaften in vielen Bereichen nicht mehr als Interessensvertretung, auch als machtvolle, einflussreiche Interessensvertretung zu wirken, wie zum Beispiel im Bereich der IG Metall, wo das ja immer noch sehr gut funktioniert? Naja, in den letzten Jahren hat das wieder zugenommen, aber im Bereich der IG Metall, dass sie neue Mitglieder gewonnen haben. Also die Tendenz ist da positiv, aber es stimmt schon. Wir haben weite Bereiche, insbesondere in Ostdeutschland, die tariffrei sind. Und das hat nicht nur mit den Gewerkschaften zu tun, sondern auch die Arbeitgeberverbände sind dort nicht präsent. Das heißt, sie haben überhaupt keine Verhandlungsstruktur. Und das heißt im Klartext vor Ort, der Arbeitgeber setzt den Lohn fest. Und was dabei rauskommt, sehen wir in der Statistik.
Ich meine, das ist natürlich nicht nur eine staatliche Aufgabe, es geht ja nicht um Grundrechte, es ist auch eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, also der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände, dafür zu sorgen, dass wir faire Verhandlungsstrukturen haben. Das sollte schon ein hervorragendes Ziel sein, um tatsächlich wieder auf Augenhöhe verhandeln zu können und dabei dann eben auch gerechte Löhne. Es ist ja die Frage, welchen Einfluss der Staat, besser gesagt die Politik, da nehmen kann. Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen war ja schon das Stichwort gewesen. Kann die Politik unter Beachtung verfassungsrechtlicher Grundsätze da nicht mehr tun, dass tatsächlich es zu mehr Lohngerechtigkeit auch kommt und dass auch anständige Löhne bezahlt werden auf Tariflohnbasis? Also die Politik sollte erstmal verstehen, was Tarifautonomie ist. Und Tarifautonomie ist ein freiheitlicher Bereich, in dem Tarifvertragsparteien das tun können, aber nicht müssen. Und aber wenn das nicht funktioniert, war ja die Frage. Ja, wenn es dann funktioniert, das halt nicht, weil dort nicht gut gehandelt wird. Also beispielsweise gab es einen Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie im Frühjahr 1995. Der hat zur Tarifflucht von kleinen und mittleren Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie geführt. Und der musste lange erst wieder nachgearbeitet werden. Das heißt, dieses System lebt davon, dass es sich aus sich heraus legitimiert. Die Geschichte der Tarifautonomie begann am 15. November 1918, mit dem Stinnes-Legin-Abkommen, direkt am Ende des Ersten Weltkrieges. Und immer, das können Sie durch die Geschichte der Weimarer Republik, durch die Geschichte unserer Republik sehen, immer dann, wenn der Staat eingegriffen hat, um das irgendwie zu stabilisieren, das Gegenteil ausgelöst, weil die Leute sich nicht mehr angestrengt haben, das System selbst zu entwickeln und weiterzuführen, also mit anderen Tarifverträgen. Nehmen Sie in der Chemie, wo es gelungen ist, einen Demografietarifvertrag sehr früh zu machen. Nehmen Sie andere Tarifverträge, die entsprechend dann auch in Bildung und Qualifizierungsthemen hineingegangen sind. Also es lebt davon, dass der Staat außen vor bleibt. Der Mindestlohn, der allgemeine gesetzliche, ist eine Absicherung nach unten. Und wenn wir Bereiche haben wie in den neuen Ländern, wo halt die Tarifbindung gering ist, dann würden wir uns ja fragen, kann das eigentlich sein, was Herr Horn da beschreibt, dass der Arbeitgeber den Lohn setzt? Naja, nur dann, wenn er nicht im Wettbewerb um Arbeitskräfte sich befindet. Das heißt, das Beste, was man tun kann, dieses System auch zu beleben, indem der Staat auch dazu beiträgt, durch kluge Wirtschaftspolitik, durch kluge Standortpolitik, die Beschäftigungsintensität so hoch zu halten, dass das Ganze ein Arbeitnehmermarkt wird und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Grunde durch ihre Optionen, die sie haben, auch woanders hingehen können. Sie können auch in den neuen Ländern nicht wesentlich in einer qualifizierten Beschäftigung nicht wesentlich andere Löhne zahlen, als sie das in den westlichen Bundesländern tun, weil ein Ingenieur oder sonst in höherem Maße mobil ist und woanders hingeht. Aber das muss man, glaube ich, sehen. Insofern bin mir ganz wichtig, ich glaube nicht, dass die allgemeinverbindliche Erklärung, das war Ihre Frage, hier hilft, weil sie höhlt am Ende des Tages die Tarifautonomie aus. Und es ist auch alles verfassungsrechtlich nur sehr begrenzt möglich, das dann zu tun über Tarifvorbehalte, über entsprechende Begünstigungsgesetze, über steuerliche Begünstigungen von Unternehmen, die tariftreu sind und ähnliches. Ich halte das für den absolut verkehrten Weg. Das System muss sich von innen heraus, von der Verantwortung beider Sozialpartner tragen. Aber ist das ein Weg, hier die Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitnehmer zu stärken, zu sagen, es ist eigentlich Aufgabe der Tarifparteien, also auch diese Tarifparteien stärkt und sagt, das ist nicht eine staatliche Aufgabe, sondern die gehört in den Bereich der tarifrechtlichen, tarifvertraglichen Regelung. Da bin ich total einverstanden. Ich würde mir wünschen, dass wir überall Tarifverträge hätten, die natürlich autonom von den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden ausgehandelt werden. Aber als Politik haben wir auch dafür zu sorgen, für Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse einerseits und dafür, dass bestimmte Dienstleistungen wie vielleicht Pflege auch vorhanden sind. Und wir müssen eingreifen, wenn das nicht funktioniert. Und wenn ich nach Sachsen schaue, ich komme aus Sachsen ins Erzgebirge, dort ist die Arbeitslosigkeit am niedrigsten, die Löhne sind es auch. Es funktioniert dort nicht, eine wirkliche Lohnfindung zu organisieren, die dazu führt, dass dort kein Fachkräftemangel ist. Ich mache mir dort nicht nur Gedanken um die Beschäftigten, ich mache mir Gedanken um die Wirtschaft, ich mache mir Gedanken um die Unternehmen, die im Wettbewerb um Arbeitskräfte komplett nach hinten runterfallen. Aber warum funktioniert da der Markt nicht? Ein probates Mittel. Und wenn sie nicht von alleine funktionieren, weil die Arbeitgeberverbände im Osten in Teilen überhaupt nicht existent sind, so wie die Gewerkschaften auch, dann muss ich über eine Allgemeinverbindlichkeit reden. Ich verstehe trotzdem eine Sache nicht, jetzt mal unabhängig davon, ob es Tarifverträge gibt oder nicht. Ich dachte immer, bei Angebot und Nachfrage, das regelt den Lohn. Wenn es eine niedrige Arbeitslosigkeit gibt, heißt das ja auch, es gibt relativ wenige, die Arbeit suchen. Wenn viele Stellen offen sind, müssten ja eigentlich die Löhne hochgehen, weil Arbeitgeber, Unternehmen suchen ja dann offenbar Beschäftigte. Warum ist dieser Mechanismus, Sie haben jetzt von Sachsen gesprochen, da außer Kraft gesetzt? Wenn man sich das Erzgebirge anschaut, das ist zeitgleich ein sehr alter Landkreis mit Menschen, die ihr Leben lang nicht gut verdient haben. Dort haben wir eine niedrige Kaufkraft. Und wir haben eben nicht die Impulse über steigende Löhne, dass dann dort auch höhere Preise erzielt werden. Das heißt, wir haben Unternehmen, die immer noch in diesem Dumpingwettbewerb der letzten Jahre sind,
und glauben, dass sie keine höheren Preise aufrufen können und wachen dann irgendwann auf und haben eine überalterte Belegschaft, finden keine neuen. Und was machen die? Die aber die lassen zu. Sich dann sozusagen zu preiswert Löhne. Einkaufen als Arbeitnehmer, oder wie muss man das verstehen? Also man muss mal Folgendes dabei sehen. Selbstverständlich haben wir auf der Arbeitgeberseite auch einige gravierende Probleme, denn die Heterogenität der Unternehmen nimmt sehr stark zu. Wir haben die Champions, die im Geld schwimmen, um es klar zu sagen, wenn man an Amazon und ähnliche Firmen denkt, die... Würden Sie gar nicht an die Amerikaner denken. Es gibt auch Deutsche, die schwimmen im Geld, die akquirieren in der Regel sogar Monopolrenditen und können dann natürlich auch ihren Arbeitnehmern anständige Gehälter zahlen. Aber das basiert teilweise daraus, dass sie ihre Zulieferbetriebe massiv unter Druck setzen. Und die haben zu kämpfen. Und den Druck geben sie natürlich weiter an ihre Beschäftigten. Und das sind dann auch die Unternehmen, die sich einer Arbeitgeberverbändeorganisierung verweigern, weil sie glauben, nur mit niedrigen Löhnen überleben zu können, was in diesem System vielleicht auch ist. Ich glaube, wir müssen in unserem marktwirtschaftlichen System mal über ein paar Dinge ganz genau nachdenken. Ob diese Machtzusammenballung bei großen Unternehmen, die Monopolrenditen abschöpfen, so weitergehen kann, ich glaube, wir brauchen ein erheblich schärferes Wettbewerbsrecht, insbesondere auch gegenüber Digitalunternehmen, die dafür sorgen, dass diese Macht der Unternehmen wieder gerechter verteilt wird. Und dann haben auch kleinere Unternehmen wieder die Chance, bessere Löhne zu zahlen. Und vielleicht treten sie wieder... Aber das wäre ein staatlicher Eingriff in die Wirtschaftspolitik. Ja, das ist ein total spannender Punkt. Die Frage ist, was müssen wir erwarten aufgrund des technologischen Wandels entlang der Wertschöpfungskette? Der kleinen Zulieferer bis zum großen. Was ich beobachte, beispielsweise in der Kernbranche der deutschen Wirtschaft, der Automobilbranche, dass sich die Macht verlagert zu den Zulieferern. Die ganze Innovationskraft hin auf dem Weg beispielsweise zum emissionsarmen Fahren, brauchten Sie nur die letzte IAA zu besuchen, liegt bei den Zulieferern, liegt nicht mehr bei den OEMs. Ich spitze mal ein bisschen zu. Die OEMs sind die Bastelbuden, die am Ende die Dinger bauen und irgendwie designen. Aber das, was sie brauchen von den vielen, vielen deutschen Hidden Champion Zulieferern, da ist die Kette nicht erklärt durch Kostendruck. Das war vor 15 Jahren, als es diesen berühmten Lopez-Effekt gab, erinnern sich vielleicht einige noch dran. Das ist nicht mehr so. Das heißt, Digitalisierung führt auch zur Differenzierung von Geschäftsmodellen. Deswegen habe ich die Sorge nicht über die Kette. Sondern wir müssen schauen, wie wir das sozusagen ausrollen und in der Tat den Unternehmen in den neuen Ländern bei einer viel schwierigeren Demografie, bei einem Alterungsproblem, was gravierend ist, ja auch schon der Bestand der Belegschaften durchschnittlich älter ist, in den beispielsweise technischen Qualifikationen, entsprechende Zugänge. Das heißt, Kooperationen mit Bildungsinstitutionen, das heißt, Kooperationen mit Universitäten. Das heißt, dies alles zu stärken und gute Infrastruktur. Wenn Sie irgendwo im Thüringer Wald sitzen, Sie sind ein Gießereiunternehmen, machen das heute aber über 3D-Druck und haben nur 6 Mbit, dann müssen Sie nachts warten, bis das Dorf schläft, um Ihre entsprechenden Dateien an den Kunden zu senden. Aber da würde ich gerne mal fragen, ob dann das Pferd am Schwanz aufgezäumt wird, wenn man sagt, also es ist ein ungerechter Wettbewerb unter den Unternehmen. Da werden Unternehmen platt gemacht, die am Schluss gar nicht mehr in der Lage sind, anständige Löhne zu zahlen. Geht das dann eigentlich weg von dieser Auseinandersetzung Arbeitgeber, Arbeitnehmer mehr zu der Frage, wie wir Unternehmen besser stützen, besser fördern, in wie der Staat dann auch eingreift in die Unternehmensförderung, zu sagen, wir müssen also einen gerechten Wettbewerb sicherstellen? Also so richtig ist zunächst einmal, dass die globalen Internetkonzerne auch angemessen besteuert werden, auch für ihren Gewinn, der hier in Deutschland erwirtschaftet wird. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist aber, dass auch unsere deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb steht und wir heute noch nicht wissen, wo wir morgen oder woher wir morgen unseren Wohlstand verdienen werden. Mit welchen Produkten, welchen Dienstleistungen. Das gilt immer, oder? Das gilt immer. Und jetzt muss man sich aber überlegen, vor welcher großen Herausforderung stehen wir. Wir verabschieden uns gerade von unserer Leitindustrie, der Automobilwirtschaft. Also jedenfalls ist es nicht sicher, also eher wie mental. Wir werden noch lange Automobilnation bleiben, da bin ich sicher bei den Deutschen. Ich hoffe, Sie haben recht, Herr Professor Hüther. Wir setzen Sie auf jeden Fall unter erheblichen Stress. Ja, wir haben die Energiewende und wir haben die große Herausforderung durch die Digitalisierung. Und wir verkaufen unsere Produkte weltweit so erfolgreich, dass ein erheblicher Anteil unseres Wohlstandes aus dem Ausland kommt. Wir sind Exportweltmeister. Das heißt, die Diskussion, die wir hier führen, um Löhne, um Wettbewerbsfähigkeit und so weiter, das müssen wir auch immer im Horizont dessen diskutieren, dass wir gerade in unserer Weltordnung neue Bewegungen bekommen. Ja, wir haben mit China einen neuen Player, der unheimlich ehrgeizig ist, auch einen Teil des Wohlstandskuchens zu bekommen. Und deshalb müssen wir uns da vorbereiten. Ein Nachtrag zu dem, was Frau Kolbe vorher gesagt hat, die Friseurinnen. Wir haben gleichzeitig Branchen, in denen händeringend Auszubildende gesucht werden. Wir haben Branchen, wo beispielsweise die Metzgereien, Unternehmen aufhören zu existieren, weil sie keine Fachkräfte haben, weil sie keinen Nachwuchs haben. Das ist irre.
Und gleichzeitig haben wir in anderen Branchen Überangebot, das ja überhaupt die Voraussetzung ist, auch zu niedrigen Löhnen Menschen beschäftigen zu können. Und da, glaube ich, haben wir als Politik vielleicht schon eine Möglichkeit durch bessere Aufklärung und entsprechend zu wirken. Also mit der Aufklärung können wir gleich mal anfangen. Ich hätte dann einen Vorschlag, dass man in der Branche der Friseure, der Bäcker und der Metzger einfach besser bezahlt. Genau. Wenn also grade, insofern funktioniert der Markt genau, dort nicht. Ja, Sie haben ja gerade gesagt, im Erzgebirge wird das nicht funktionieren. Ja. Aber das ist ja auch eine Frage, wenn ich schon jemanden suche, es geht ja auch zum Teil um Unternehmensnachfolge, also nicht nur um Auszubildende, sondern auch um Unternehmensnachfolge. Da ist oft niemand da, der diesen Job weitermachen will, das Unternehmen übernehmen will. Ist das da nicht auch eine Frage des Preises dann? Denn wir reden ja auch über gerechte Lohnfindung. Auch Unternehmen arbeiten ja nur dann effektiv, wenn es sich für sie lohnt, bestimmte Produktionsmethoden, bestimmte Strategien zu verfolgen. Das gilt ja auch für Arbeitnehmer. Also muss da einfach auch von Unternehmensseite noch sehr viel mehr Anreiz kommen, gerade in diesen Branchen, wo Leute fehlen. Die Preise also sich ergeben. Preise müssen, genau, wenn sie Preise sich es ergeben. Ja? Also die Metzger, wenn sie sich nicht ergeben, stirbt diese Branche aus. Nein, sie verändert sich. Die Frage ist ja, warum sie eigentlich nicht. Also man könnte ja fragen, warum es eigentlich so viele Friseurläden gibt. Das hat ja vielleicht auch etwas zu tun mit der besonderen Beschäftigtenstruktur, die wir da haben. Wie viele sind da, die da überhaupt nur einen Teil des Familieneinkommens erwirtschaften? Tätig. Das ist, kann man ja kritisch sehen, aber es ist möglicherweise faktisch so, als in einer anderen Branche, in der Metall- und Elektroindustrie oder in der Chemieindustrie oder in Informatik, wo das halt andere Flexibilitäten ermöglicht. Aber die Frage am Ende, muss jeder Mindestlohn, einen Mindestlohn, den wir uns denken, wenn Sie sozusagen den noch höher wünschen, oder der muss ja sozusagen in einer Preisgestaltung nachhaltig sein. Ne? Vielleicht darf man dazu noch mal etwas sagen. Bei der Einführung des Mindestlohns habe ich diese Argumente schon alle gehört. Da wurde gesagt von den einzelnen Friseuren, sie würden pleite gehen, die Leute würden sich keine Haare mehr schneiden lassen oder nach Peking gehen und sich dort die Haare schneiden lassen. All dies ist Quatsch. Denn der einzelne Friseur hat immer nur sich gesehen und nicht, wenn der Mindestlohn den Lohn für alle anhebt, dass dann alle auch etwas höhere Preise verlangen können und die Kunden sehr wohl bereit waren, auch etwas höhere Preise zu zahlen. Mir ist nicht bekannt, dass es ein Massensterben von Friseuren gegeben hätte. Wissen Sie warum? Deshalb, es zeigt deshalb, eine Studie Ihrer Berliner Kollegen, weil die Arbeitszeit nach unten angepasst wurde. Das Monatseinkommen blieb gleich. Also, das ist ein Teilbereich gewesen, das ist aber bei den Friseuren wird heute einfach besser bezahlt. Der Stundenlohn ist angehoben, die Stundenanzahl ist gesenkt worden. Auch mehr für den Friseur und das ist fair. Und ich bin vorhin auch missverstanden worden. Natürlich würde es den Unternehmen im Erzgebirge helfen bei der Fachkräftegewinnung, wenn sie bessere Löhne bezahlen würden. Ich fürchte nur, dass die Lohnfindung nicht so funktioniert, wie sie eigentlich vorgesehen war. Eben Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln miteinander. Sondern wir sehen das im Erzgebirge, wir sehen das in Branchen wie den Friseuren. Selbst im Einzelhandel funktioniert das nicht. Insofern muss die Politik sich überlegen, ob sie nicht eingreifen muss. Und ich finde es richtig, dass Hubertus Heil derzeit mit darauf drängt, dass es einen Tarifvertrag gibt im Pflegebereich, den er dann allgemeinverbindlich erklärt. Darf ich mal eine Frage stellen? Warum interessiert eigentlich niemand die Leute im Vogelsberg? Also es wird immer das Erzgebirge angeführt, weil das da irgendwo in den neuen Ländern liegt, am Rand. Und Sie haben es eben zu Recht gesagt, es war immer eine strukturschwierige Region. Es liegen auch nicht so ganz große Wirtschaftszentren ganz nah dabei. Ich nehme jetzt mal den Vogelsberg. Ja, der liegt ganz nah am Rhein-Main. Und da gehen Sie hin oder in den Hintertaunus. Da haben Sie auch ähnliche Situationen. Da gehen Sie durch Dörfer, da sieht es auch nicht so viel anders aus. Da sind die wahrscheinlich im Erzgebirge besser. Das heißt, auch dort werden Sie nicht die Löhne und die Jobs hinbekommen, die Sie wenig entfernt Rhein-Main haben. Das heißt, auch selbst in solchen prosperierenden Regionen haben Sie solche. Und dann haben Sie aber auch andere Lebensbedingungen. Da muss man sich entscheiden, was man will. Und dann ist immer auch die Option, wohin nutze ich die Möglichkeit zu gehen, wenn ich denn will. Und das haben wir gesehen. Es hat in der Republik viele Bewegungen gegeben, auch zwischen den Regionen, zwischen den Städten. Auch das ist ja ein Teil der Reaktion auf Arbeitsmarkt. Ist ja nicht so, dass die Leute alle nur sitzen und warten. Die Frage, viele tun es. So positiv ist, dass es eine Landflucht gibt, weil es auf dem Land keine Arbeit mehr gibt und alles in die Städte. Nee, Moment, es gibt aber möglicherweise bessere Lebensmittel, weil die Inflation, das Preisniveau dort geringer ist. Ein Euro im Erzgebirge ist mehr wert als ein Euro. Wir wissen aber keine Arbeitsplätze dort gibt. Viel zu langsam ist, um diese Probleme auszugleichen. Sonst hätten wir das Problem ja gar nicht, dass die Lohnschere auseinandergeht. Infrastruktur, Verkehr. Es würde sich ja nivellieren. Und das tut es ja gerade nicht. Sondern viele Leute verharren ja gerade in ihrem Niedriglohnsektor. Sie haben selber richtigerweise erwähnt, dass die Aufwärtsmobilität gesunken ist.
Und das wäre ja nicht das Problem, wenn die Mobilität so funktionieren würde, wie Sie es geschildert haben. Sie funktioniert aber nicht so. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, an dem wir, glaube ich, politisch ansetzen müssen. Und nochmal auf den Mindestlohn zu sprechen zu kommen. Gerade weil man ihn ja nicht politisch festsetzt, sondern weil man ihn durch so eine Kommission festsetzt, ist es eben gelungen, in einer durchgehenden Aufschwungsphase seit 2014, seit es ihn gibt, zu verhindern, dass Arbeitsplätze im nennenswerten Bereich, in nennenswerter Größe verloren gegangen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass wir darüber reden müssen, wie schaffen wir die Aufstiegsmobilität innerhalb des Arbeitsmarktes und wie verbessern wir unsere Bildung, unser Sozialsystem an der Stelle, wo wir es verhindern müssten in Zukunft, dass Menschen auf dem Weg in der Schule in Richtung Beruf verloren gehen. Und wenn immer noch 50.000 Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss im Jahr die Schule verlassen, da ist ein ganz großer Punkt, wo wir, glaube ich, ansetzen müssen. Kommen wir auch noch in der Sendung dazu. Das war jetzt ein ordnungspolitisches Argument. Aber die Sendung heißt ja Arm durch, trotz Arbeit, Fragezeichen, und es geht um gerechten Lohn. Mindestlohn ist jetzt hier oft erwähnt worden. Der ist eingeführt worden vor einigen Jahren, damals waren es glaube ich 8,50 Euro, das war der Einführungspreis gewesen. Viele Arbeitgeber, viele überzeugte Marktliberale sind Sturm dagegen gelaufen. Jetzt liegt er bei 9,19 Euro, das ist durch diese Kommission festgelegt worden, Sie haben es gerade gesagt. Das sind 1.150 netto bei Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn. 1.150 netto, davon kann eigentlich niemand leben. Also wenn man jetzt diesen Aspekt mal betrachtet, könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass der Mindestlohn, den man ja politisch auch beeinflussen kann, dass der immer noch zu niedrig ist. Er ist bestimmt bei 9,19 Euro, weil man davon ausgeht, dass dadurch der Arbeitsplatz erhalten wird und nicht verloren geht. Was habe ich davon, wenn jemand auf dem Papier 12 Euro verdienen würde, aber ich sie nicht verdiene? Aber mit dem Argument könnten Sie auch Arbeitsplätze für 6 Euro anbieten. Dann würde man ja fragen, welche Existenzberechtigung hat ein Geschäftsmodell, das nur mit Arbeitsplätzen für 6 Euro Stundenlohn existieren kann? Naja, der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist zunächst einmal ein Wert an sich, gar keine Frage. Wenn ich das verhindere durch einen zu hohen Lohn, dann ist die Frage, was habe ich davon gewonnen? Wir haben eine Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die haben beide dem zugestimmt. Alle Mindestlohnerhöhungen sind bisher einstimmig getroffen worden. Insofern scheinen da auch die Arbeitnehmervertreter, also die Gewerkschaften, von der Lohnhöhe überzeugt gewesen zu sein. Und dann gilt natürlich, 9,19 Euro sind für einen Alleinerziehenden natürlich etwas anderes als für den Ernährer einer fünfköpfigen Familie oder einen ganz Alleinstehenden. So, und da ist der Sozialstaat in der Aufgabe, in der Verantwortung durch zusätzliche Leistungen. Und, Wohngeld. Genau. Und da sagen wir beispielsweise als FDP, die Anrechnung selbstverdienten Einkommens auf dann Leistungen des Arbeitslosengeldes 2, die müssen wir verbessern, die müssen wir attraktiver machen. Zuverdienste. Ja. Damit es sich lohnt zu arbeiten, damit es sich lohnt, durch Ausweitung der Arbeit auch mehr verdienen zu können und dann aufzusteigen in den Arbeitsmarkt, ist ein Faktor, nicht der alleinige, aber ein kleiner Faktor, den man in jedem Fall völlig problemlos in Angriff nehmen könnte. Wir haben Berechnungen vorliegen des IFO-Instituts, die sagen, durch eine solche Maßnahme, wie wir sie vorschlagen, würden 300.000 Arbeitsplätze neu entstehen. Also über die Arbeitslosen, die Langzeitarbeitslosen haben wir in der Sendung bisher überhaupt noch nicht gesprochen. Ich glaube, das wäre etwas, was wir völlig ohne große Probleme sofort umsetzen könnten. Dazu bräuchten wir aber ein bisschen mehr Mut in der Bundesregierung. Darf ich mal einen kurzen Break hier machen? Wir haben vor etwas mehr als 30 Minuten schon versucht, uns der Definition von gerechten Lohn zu nähern. Hängt die Frage, was ist ein gerechter Lohn, auch mit sehr viel subjektivem Empfinden zusammen? Sie haben ja hier völlig unterschiedliche Positionen zum Teil zu dieser Frage. Ist das auch eine subjektive Frage, die sich vielleicht objektiv gar nicht richtig beantworten lässt? Naja, es lässt sich durchaus beantworten, weil ich brauche ein Minimum an Geld, um einfach über die Runden zu kommen. Ich brauche Geld, um zu wohnen, mich zu kleiden, etwas zu essen, zu kaufen, Strom und so weiter bezahlt sich nicht von alleine. Das heißt, es gibt schon, man kann sich dem schon annähern, was zumindest ein Mindestlohn sein muss. Und ich bin stolz wie Bolle, dass wir den Mindestlohn, die gesetzlichen, in Deutschland eingeführt haben und alle, die damals den Untergang des Abendlandes uns vorhergesagt haben, irre gegangen sind. Und ich sage Ihnen aber auch, ich bin nicht zufrieden mit der Höhe. Ich respektiere und ich finde das gut, dass wir eine Kommission arbeiten lassen, aber wir sollten noch mal eine Runde drüber drehen im politischen Raum, ob 9,19 Euro ein Punkt ist, mit dem wir zufrieden sein können. Weil die Realität ist, dass wir eben an vielen Stellen keine vernünftigen Löhne haben, keine Tariflöhne haben, sondern branchenweit dieser Mindestlohn gezahlt wird. Und mit 9,19 Euro komme ich oft
alleine schon nicht aus dem Leistungsbezug des SGB II heraus, bei einer Vollzeitbeschäftigung. Was ist denn das, finde ich, objektiv zu wenig. Was wäre ein gerechter Mindestlohn? Wir haben 9,19 Euro im Moment. Man muss, glaube ich, über 12 Euro müsste man verdienen, um im Alter auf eine Grundrente zu kommen. Also das ist sozusagen noch Untergrundrentenniveau. Andererseits die Frage, zu hohe Mindestlöhne könnten unter Umständen den Arbeitsmarkt, Teile der Wirtschaft abwürgen. Wie ist da der Königsweg oder gibt es den gar nicht? Also ich würde die Frage der Gerechtigkeit ganz allgemein gesprochen stärker auf die Einkommensentwicklung sehen. Dass eine Familie ein Einkommen haben muss, mit dem sie leben kann, mit dem sie ein gelingendes Leben, wie Sie es zu Recht formuliert haben, machen kann. Da ist dann natürlich noch mehr im Spiel als allein der Mindestlohnsatz. Da ist dann die Arbeitszeit mit im Spiel, da ist dann mit im Spiel Steuern, da sind dann mit im Spiel Transfers. Das muss dann alles zusammenpassen, dass wir tatsächlich zu einer Einkommensentwicklung kommen, die dann auch wiederum Basis sein kann für eine gute Rentenentwicklung im Alter. Und da ist der Staat in der Tat gefordert in der Sozialpolitik und auch in der Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik. Denn es ist richtig, nur wenn wir Vollbeschäftigung haben, in etwa, werden wir auf Dauer dahin kommen, dass niemand mehr einen Mindestlohn bezieht. Und das wäre am allerbesten, weil nämlich die Löhne dann einfach viel höher festgesetzt werden, weil die Arbeitnehmer mehr Macht auf dem Markt haben, und das ist der entscheidende Punkt, mehr Macht auf dem Markt haben, sodass sie bei gleicher Qualifikation tatsächlich höhere Löhne durchsetzen können. Und wenn man dann noch die Qualifikationen steigern und die Produktivität steigern kann, dann sind wir auf dem Königsweg, den wir hoffentlich alle wollen. Ich glaube, da können wir uns ganz schnell einigen, vom Ziel her und auch von der Mechanik, wenn es so ist. Da ist überhaupt gar kein Zweifel dran. Aber wir sollten in der Tat sehen, es hat Voraussetzungen, in der Frage einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Das hat Voraussetzungen in unserer europäischen Konstellation, wie wir uns da aufstellen. Eine kluge Kombination dieser europäischen Volkswirtschaften durch strategische Allianzen, wie das auf unternehmerischen Ebene möglich ist. Also all dieses, was da wirkt. Aber es gibt einen anderen Punkt, auch der nur am Rande, Sie haben es eben erwähnt, Herr Horn, wichtig ist. Wenn man die Menschen befragt und sich das anschaut im sozioökonomischen Panel, hatte ich eben gesagt, die sind eigentlich im Prinzip zufrieden mit ihrer Einkommensentwicklung. Sie unterscheiden aber zwischen der Bewertung des Brutto, der Bruttoeinkommen, der Bruttolohns und der Nettolohnsituation. Und unzufriedener sind sie mit der Nettolohnsituation. Das heißt, das, was uns ja auch die OECD immer aufschreibt, wir haben den höchsten Abgabenkeil aus Steuern und Sozialbeiträgen, gerade in dem mittleren Segment der Fachkräfte, der Facharbeiter. Und das wird von dieser Regierung immer so völlig ignoriert, dass es hier keinen Bedarf gäbe, mal den Tarif glatt zu ziehen. Wir haben enormen Bedarf im Einkommensteuertarif. Das heißt, wir haben hier Belastungen, die nicht als fair empfunden werden für das, was der Staat dafür eigentlich liefert. Also die Frage ist am Ende ja, was bleibt übrig? Und nicht nur, was ist der Bruttolohn? Der Bruttolohn ist der eine Punkt, der hebelt. Der andere ist dann, was macht der Staat durch Steuern, Abgaben und durch Transferleistungen? Und dann haben wir ein Haushaltseinkommen. Und das muss man natürlich schon sehen. Da ist die Zufriedenheit deutlich geringer. Aber das ist meine Frage. Bezogen sich aber nur auf den Nettolohn. Also ich habe jetzt gar nicht den Bruttolohn. Naja, aber Sie haben ja zwei Mechaniken dahinter. Ja, klar. Und ich finde, entscheidend ist, was ich in der Tasche habe. Da, der gerechte Lohn wird ja, da ist ja, muss ja der Nettolohn gemeint natürlich sein. Natürlich muss es der Nettolohn sein, das Nettoeinkommen sein. Alles andere ist ja erstmal eine Fiktion. Der Tariflohn auch die Frage der Gerechtigkeit. Erstmal, es stimmt ja nicht ganz generell, dass wir den höchsten Abgabenkeil haben. Das gilt für bestimmte Segmente. Und dann muss man ja auch eines berücksichtigen. Sie haben eben gefordert, dass gerade Menschen, die ein niedriges Einkommen erzielen, durch ihre Arbeit gestützt werden, durch den Staat, dass sie letztlich auf ein höheres Einkommen kommen. Das kostet etwas. Das kostet sogar viel. Ja. Ich bin dafür, das zu machen. Da bin ich ganz mit Ihnen einig. Nur dann dürfen Sie nicht gleichzeitig anfangen, die Steuern zu senken. Also da müssen Sie sich jetzt schon entscheiden. Naja, aber es ist ja die Frage, wie man es macht über die Zeit. Denn wenn wir davon ausgehen, was wir früher auch erlebt haben, dass beispielsweise dreistufige Steuerreformen, die auch in unterschiedlichen Regierungskonstellationen gemacht worden sind, erhebliche Entlastung geben, dann ist das auch wiederum ein Effekt, der die Wirtschaft stabilisiert. Und die dann hohe Defizite produziert. Es macht, Herr Horn, überhaupt keinen Sinn, unten im untersten Einkommenssegment etwas zu tun in der Übergangsphase zur Einkommensteuer. Und dann springt der Tarif hoch, so wie er es jetzt tut. Also dann sind alle Anstrengungen, die Sie zu Recht ansprechen, im unteren Bereich, bei den Transfers, als angemessene Übergänge in die eigentlich Steuerzone dann auch nicht viel wert, wenn in der Steuerzone der Grenzsatz dort am höchsten ist, wo man gerade in die Besteuerung hineinkommt bei der Einkommensteuer. Der Realität müssen wir uns doch auch mal stellen. Darf ich noch mal eine Frage zu Angebot und Nachfrage stellen? Also das heißt, Arbeitsplätze, die nicht besetzt sind, beziehungsweise auf der anderen Seite Menschen, die Arbeit suchen. Die demografische Entwicklung geht ja dahin, dass es immer weniger Menschen gibt im arbeitsfähigen Alter, also immer weniger Arbeitskräfte. Es werden immer mehr Arbeitskräfte gesucht, im qualifizierten wie im nicht qualifizierten Bereich. Könnte sich möglicherweise diese Frage eines Tages erledigt haben, wenn dieser Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage da tatsächlich funktioniert, dass weniger Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen, dann auch einen höheren Lohn fordern können?
Naja, oder ist das zu einfach gedacht unser Lohngefüge? Also es ist insofern zu einfach gedacht, als dass wir im Wettbewerb mit anderen Ländern und Volkswirtschaften und Unternehmen in anderen Ländern stehen. Das heißt, aber viele Arbeitsplätze können wir nicht exportieren ins Ausland. Aber die Wertschöpfung, ein erheblicher Teil unserer Wertschöpfung erzielen wir durch Export. Und dieser Export steht im Wettbewerb mit Unternehmen in anderen Ländern und deren Preisen, die sie anbieten und aufrufen können auf dem am Markt. Und entsprechend können wir das nicht losgelöst diskutieren von der Marktentwicklung weltweit. Ich wollte nur auf einen anderen Aspekt noch hinweisen. Was Herr Professor Hüther sagte, völlig richtig. Wir sollten uns auch mal über die Mitte der Gesellschaft, also die Normalverdiener, die Gutverdiener unterhalten. Da ist eine Entlastung sicherlich richtig. Und wir haben ja deshalb nicht die höchsten Steuereinnahmen der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, weil wir permanent die Steuern erhöht hätten, sondern weil wir auf der Basis abgesenkter durch Rot-Grün damals Steuersätze heute diese enormen Steuereinnahmen haben. Das heißt, die richtigen Steuersätze führen zu den hohen Steuereinnahmen, nicht die hohen, die möglicherweise wirtschaftliche Entwicklung abwürgen. Und ich möchte steht noch zwischen einen Ihnen letzten, aber gar kein Widerspruch. Und ich möchte einen letzten Punkt noch hinweisen. Wir müssen natürlich auch in der Diskussion darauf hinweisen, dass es auch immer wieder Menschen geben muss, die bereit sind, in die Selbstständigkeit zu gehen, ein Unternehmen zu gründen und als Arbeitgeber dann auch aufzutreten. Im vergangenen Jahr hatten wir knapp oder etwa 140.000 Unternehmensschließungen. Dem müssen 140.000 oder mehr gegenüberstehen. Junge Menschen, die sagen, ich gründe ein Unternehmen. Und deshalb müssen wir uns auch überlegen, wie reden wir eigentlich über Arbeitgeber und wie reden wir eigentlich über die, die wir brauchen und wollen, damit andere überhaupt Arbeitnehmer sein können. Und das sollten wir in der gesellschaftlichen Debatte nicht vergessen. Wichtiger Punkt, ja. Die werden immer nur gern angeguckt, wenn sie als Start-up noch nicht so ganz sauber rumlaufen. Aber die Entwicklung über Jahrzehnte war ja, dass die Zahl der Selbstständigen stark zurückgegangen ist. Das kann uns ja nicht zufriedenstellen. Und wenn Sie sich überlegen, die 600 größten Familienunternehmen, ja, enorme Wertschöpfung, von diesen 600 sind Top-Familienunternehmen sind nur 6 in den Jahren 2000 bis 2019 gegründet worden. Das heißt, wir sehen, dass das, was eigentlich die Grundlage unserer Volkswirtschaft ist, im Moment jedenfalls erkennbar nicht unbedingt auf dem aufstrebenden Ast ist. Die Grundlage unserer Volkswirtschaft sind nicht nur Familienunternehmen. Da gibt es andere Formen, die auch erfolgreich sind. Das muss man erst mal sagen. Denn wir können jetzt nicht einfach so tun, als ob der Begriff der Selbstständigkeit schon die Heilung aller Probleme wäre. Der Begriff der Selbstständigkeit ist heute durchaus schillernd. Ich denke da zum Beispiel an den Pizzakurier, der auch selbstständig ist. Das ist eine Form von Selbstständigkeit. Naja, ja, können wir auch noch sagen, Paketdienste, das sind ja offensichtlich keine Randphänomene mehr. Naja, aber schauen Sie, wenn wir das Unternehmerbild so verkürzen und das immer in den Vordergrund der Debatte, müssen wir uns nicht wundern, wenn Leute, die Risiken auf sich nehmen, um Arbeitsplätze für andere zu schaffen, sich nicht gewürdigt fühlen, diesem Land. Aber möglicherweise die Pizzafahrer und die Paketfahrer auch. Und das kommen weiß da ich aber nicht. Das ist eine lebenssituationsbezogene Tätigkeit, muss ich mal anschauen. Das ist ja nicht als ein Leben lang das tut. Es gibt Tätigkeiten, die für bestimmte Lebensphasen im Studentischen auch interessant sind. Aber lassen Sie mich einen anderen Punkt noch erwähnen zum Thema Angebot und Nachfrage. Wir haben fast 80% der 15- bis 64-Jährigen in Arbeit. Wir haben in Europa nach den Skandinaviern fast die höchste Erwerbsniveau. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist eigentlich weitgehend geräumt. Was wir aber auch beobachten ist, und das müssen wir auch noch mit sehen in den Erfahrungen der Tarifverträge, es äußert sich nicht nur in höheren Lohnforderungen. Die Menschen haben heute auch andere Präferenzen. Beispielsweise mehr Zeitflexibilität. Es ist ihnen sozusagen die Zeitsouveränität, Heimarbeitsplatz und Ähnliches viel wichtiger als der noch etwas höhere Lohn. Denn die Lohnsteigerungen, Herr Horn, wenn wir zurückgucken auf die 70er, auf die 80er Jahre, sind eigentlich bezogen auf diese Arbeitsmarktlage erstaunlich niedrig. Man könnte auch sagen, bei den Arbeitskosten kommt es schon an, weil die Beschäftigten auch andere Präferenzen haben, weil die Arbeitszeit wichtiger ist. Wir haben jetzt noch knapp 2 Minuten, deswegen eine Meditationsfrage. Wenn man die Vorteile Deutschlands aufzählt, dann steht fast ganz oben der Begriff soziale Marktwirtschaft. Das sei eine besondere Stärke Deutschlands. Wie sozial ist unsere Marktwirtschaft heute? Wir haben einen starken Sozialstaat, aber tatsächlich das Thema Lohnfindung, da müssen wir wieder sozialer werden. Da dürfen wir nicht nur in die oberen Einkommensbereiche gucken, wir müssen ganz dezidiert zu denjenigen schauen, die im Moment arm sind, trotz Arbeit. Und da hilft Bildung vielleicht ein Stück weit, aber ich glaube, das Thema Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen würde deutlich mehr helfen. Wie steht es um die soziale Marktwirtschaft? Ich glaube, die soziale Marktwirtschaft ist stark, auch das Soziale in der Marktwirtschaft. Ich glaube, wir müssen Marktwirtschaft wieder ein Stück weit stärken, aber vor allen Dingen Bildungsnation Deutschland. Das wäre mir mein Ziel, denn das ist die Garantie für Aufstieg des Einzelnen, wie auch Erhalt unserer volkswirtschaftlichen Kraft. Ja,
Mit dem Begriff soziale Marktwirtschaft verbinde ich auch die Forderung Wohlstand für alle. Und davon sind wir am heutigen Arbeitsmarkt weit entfernt. Herr Hüther, wie sozial? Von Erhard würde ich ganz kurz sagen, wenn die Erwerbswünsche und Konsumwünsche im höchstmöglichen Maße erfüllt werden. Und wir haben noch nie in so einem Maße Erwerbswünsche in dieser Republik erfüllt. Und das sollte uns erstmal Mut machen, dass es gelungen ist, mit einer Politik, die vor 14, 15 Jahren begonnen hat, mit der Agenda-Politik und anderen Dingen, das hinzukriegen. Insofern ist es doch ein guter Hinweis. Gut. Dann war es das für den heutigen Tag. Aber dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Es gibt ja viele Themen auch innerhalb der GroKo, die sich mit dieser sozialpolitischen und anderen Maßnahmen beschäftigen. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren bei uns, liebe Zuschauer. Hier kommt jetzt Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Die Themen, die neueste Entwicklung in Venezuela, da spitzt sich die Situation ja immer mehr zu. Und die Abdankungszeremonie des japanischen Kaisers Akihito. Am Donnerstag beschäftigen wir uns hier auf diesem Sendeplatz um 22.15 Uhr mit dem Tag der Pressefreiheit. Eine Diskussion mit dem Titel Zwischen Hass und Meinungsfreiheit. Wie werden die Medien ihrer Verantwortung gerecht? Bleiben Sie also bei Phoenix.